Thema jetzt starten. Die Ratte hat gezuckt und hat mich voll erschreckt. Konnichiwa. Twitches. Ja. Ich habe ein bisschen rumgesucht und irgendwie geht nichts. Deswegen haben wir jetzt beschlossen. Wie packe ich die Sachen denn in die Kiste? Wie packe ich denn Sachen in die Kiste? Wie, ich dachte, das wäre jetzt der übelste Pro-Tipp, da die Sachen reinzupacken, damit die mir nicht weggenommen werden und dann, ne? Die Ratte musst du nur einmal füttern. Okay, also kann ich in Zukunft das Essen für mich behalten. Arcadio. Ich war gerade total perplex, weil mein Name auch Erik ist. Ja, der Erik tweetet immer. Dumme Idee. Böse Ratte. Diese Ratten waren eine Pest. Ja. Diese. Einfach nur, weil es geht. Das ist völlig wurscht. Ja, okay. Ach, die suchen nur nach Gold? Was, Schmugglerware ist quasi Gold, oder was? Die Kiste öffnen und das Inventar... Geht nicht. Hier. Ich kann das Inventar nicht öffnen, wenn die Kiste offen ist. Ich kann nur noch zurück. Das Inventarsymbol ist nicht da. Jetzt ist es wieder da. Aber das funktioniert nicht. Also Gegenstände kann ich da nicht reintun. Ach so, oder die suchen. Okay, sorry. Es ist spät. Wie lange streame ich jetzt? 10 Stunden. Nein, Gold ist normal, Schmugglerware ist gekennzeichnet. Also die zwei Sachen, die ich jetzt habe, die lassen sie mir, oder was? Ich muss mich ja schlafen legen, es hilft ja alles nichts. Oh Mann, das wird richtig hart in die Hose gehen. Okay. Ich ging schweren Herzens zu Bett. Alle zählten auf mich und ich musste ein paar schwierige Entscheidungen treffen. Ich hasse das. Es war ein trostloser Morgen. Ich wusste, dass Bramble und Herr von Schling keinen weiteren Tag ohne Medizin überstehen würden. Ja. Wer war denn jetzt nochmal Bramble? Wer, Herr von Schling? Namen, ey. Was ist denn, wenn ich einfach gehe? What? Ich hatte einfach nur Angst. Das Überleben der Gefangenen hing allein von mir ab. Und die letzte ähnliche Situation ging nicht gut aus. Also selber essen kann ich es nicht. Wer hat nochmal Nahrung gebraucht? Irgendjemand hatte doch Nahrung gebraucht, oder? Sterben kann keiner, die werden nur woanders hingebracht. Als ob. Ach so, Huhu, Nesti. Von Dings ist das Einhorn. Kann ich das Einhorn nicht füttern?
Oh Gott. Was ist das? Ach, das hilft nicht mal. Och, nö. Kann ich dem nicht sagen, dass sein Einhorn da im Sterben liegt und dass er mir jetzt gefälligst mal ein bisschen helfen soll? Scheiß aufs Gold. Super, aber jetzt haben wir ja dieselbe Situation wie gestern. Nur, dass ich halt jetzt ein... Graham, wegen Bramble. Wisst ihr, warum ihr schlecht ist? Ja, die Zustände hier unten sind schlimm. Nein, Graham. Sie ist schwanger. Wir erwarten ein Baby. Nein! Oh, das ist ja echt Glückwunsch. Gratuliert mir, nachdem ihr Medizin besorgt habt. Ich kann euch nur was zu essen anbieten. Medizin, bitte Medizin. Oh. Ist das... Soll ich es echt selber essen? Ich will mich immer hinlegen, aber ich liege ja schon. Ich kann das nur selbst essen, oder? Medizin ist ebenfalls wichtig. Wie komme ich denn... Der eine Kobold hatte noch ein Goldstück. Wie komme ich da denn dran? Ich brauche das unbedingt heute noch. Hallo, die ist schwanger. Wenn die mir heute wegstirbt, dann lasse ich das. Könnte mich mal. So fange ich es von vorne an. Aber Alter, das... Da. Wenn ihr alle sagt, ich soll das essen, gib das dem Ob... Ich fühlte mich schon weitaus besser. Pfannkuchengeber, nee, bitte nicht. Okay, weitaus besser bedeutet... Mir ging es schon weitaus besser. Das hast du gerade eben schon gesagt. Das heißt, wir können hier noch eine Schraube rausdrehen. Keine Ahnung, was das genau bringen soll. Lass mich raten, dafür reicht jetzt denn die Kraft nicht mehr. Ja, ja. Dafür brauche ich all meine Kraft. Mhm. Die kriegen wir morgen. Aber was machen wir heute? Das Schwert im Stein, ich glaube, da brauche ich... Ich glaube nicht, dass das... Wobei? Warte mal, das Schwert war oben, oder? Der klebt da immer noch, wie geil. Der Ärmste. Wenn das so weitergeht, verhungert der. Ja, ja, ich bin auf dem Weg zum Schwert. Ich probier's mal. Ich habe ja auch nur zwei Steine dran gesehen, ne? Zwei Steine für, ne? Zwei Stärkepunkte, zwei Steine. Ja! Das ist eine Pfanne. Schmuggelware ist sicher verboten. Das verstecke ich besser. Ach so. Okay. Was kann ich denn... Was genau ist das überhaupt? Bratpfannenschwert. Ja. Was mache ich denn mit einem Bratpfannenschwert? Kann ich das verkaufen? Kann ich das gegen Medizin tauschen? Damit habe ich nichts zu tun. Schaff das hier raus! Schmugglerware, ne? Destroy Break, gehst du schon schlafen? Dann gute Nacht. Und Dankeschön. Kann ich damit Fliegen fangen? Dafür lohnt sich das Risiko nicht. Risiko? Warte mal, das da oben kriege ich doch jetzt eigentlich auch auf. Es hat ja auch nur zwei. Nicht wahr? Müsste gehen. Schauen wir mal. Ach, bitte irgendwo ein Goldstück. Ich will nicht, dass die stirbt.
Auch wenn sie irgendwie seltsam bitchy ist. Aber trotzdem. Ui, was ist denn da? Eine Bohne? Die Prinzessin es auf der gab Erbse. Dort mehr Matratzen als Einwohner von Daventry. Wo hatten sie die nur alle her? Really? Das ist ja herzallerliebst. Was haben wir denn da? Hm? Okay, ich muss... Muss ich die richtige Melodie... Was ist die richtige Melodie? Ich meine, ich kann jetzt nur blöde raten, ne? Hm. Angenehm, mal ein langsamer Chat. Ja, ne? So, jetzt nerv ich auch mal. Trollin. Erik. Noch ein Erik. Melodie gleich Song of Time. Aha. Alles klar, jetzt dachte ich gerade, das wäre eine Steckdose. Ja. Ich da vielleicht irgendwas drunter stecken? Achso, nee, ich kann ja gar nicht damit erst. Kann ich damit irgendwas machen? Auch nicht. Hm, ich gehe mal wieder. Zu Schmied mit Ex-Pfannibur. Ja, ja, jetzt gucke ich mich hier erstmal um. Erstmal Gesicht waschen. Weil, wieso nicht? Keine Ahnung, wozu es überall rumsteht. Aber gut, hier kommen wir noch nicht durch. Wenn es gut läuft, morgen dann. Ui. Natürlich läuft es oft nicht so wie im Märchen, aber manchmal siegt einfach die Romantik. What? Diese Kobolddame wollte unbedingt ihren Prinzen finden. Ja, dann stellen wir uns doch mal vor, oder? Nicht? Hm. Da darf ich nicht reingehen. Na gut. Au. Okay, ich muss da also irgendwen hinstellen, ha? Huh? Ich verstehe. Oder auch nicht. Nochmal. Nee, warum geht das denn nicht? Ich würde das halt gerne hierhin tun, weißt du? Weil dann kann ich mich da hinstellen und dann macht's plups und, ne? Dann kriegt sie ihren Prinzen. Wäre jetzt so meine Idee gewesen. Aber ich krieg das ja nicht weiter darüber. Kann das nicht irgendwie... Nee. Ich finde den Ansatz ja gut, ne? Hat er schneller geschafft. Ey, ich bin ja auch voll müde und so. Lass mich doch mal. Ich kann ja auch wirklich nur mit dem Ding da...
Die Lösung ist doch voll gut. Ich fand die Idee super. Es kann nicht sein, dass ich hier wieder nichts machen kann. Troll, stell dich mal auf die Falltür. Naja, da wird nicht viel passieren, Lusti. Guck mal. Weil die Falltür geht runter, sobald jemand da drauf geht. Wenn ich mich da drauf stelle, passiert halt nichts. Deswegen wollte ich gerade den Felsen, ne, das Gewicht hier drüber schweben lassen. Ne? Dass wenn es oben ist... Captain Goro! Danke für den 6. Monat! Und weiterhin handherzlich willkommen in der Schublade. Urträume sind immer noch da. Choice Chamber! Nope. So, ne? Wenn ich hier halt einmal kurble, geht das einmal rüber. Ach, jetzt auf einmal geht... Willst du mich eigentlich verarschen? Ich hab's vorhin probiert, als es oben war. Da hat's nicht funktioniert. Das ist doch albern. So, jetzt aber. Hui! Da-da-da-da! Do it! Was ist denn los mit euch? Kann ich den jetzt... Ich darf ihn nun... Ja, echt? Okay, also ihr liebt mich jetzt, ja? Kriege ich jetzt all euer Gold? Okay, jetzt mal ehrlich, wozu habe ich das gemacht? Da habe ich ja jetzt gar nichts von. Außer, dass die mich toll finden irgendwie. Ist ja jetzt mehr so semi-beruhigend. Du musst getanzt werden, so you can leave your hat on. Für den Frosch? Stimmt, ich habe den Frosch. Was mache ich mit dem Frosch? Soll ich den zu Omi und Opi bringen? Nein, nicht zu Omi und Opi. Nein. Boinga, dann ist er wieder weg. So. Die Fliege brauchten die Alten, oder? Für irgendeinen Trank? Ich glaube, Omi und Opi brauchten eine Fliege. Für einen Trank. Oder irgendwie sowas. Links neben der Bühne? War da noch was? Habe ich was vergessen? Ach, ich guck da später nochmal hin. Ich gehe jetzt erstmal das abgeben. Sag mal, ob da wirklich was war oder ob du das nur... Ach, warte mal, ich kann jetzt auch die Abkürzungen hier runterkurbeln. Muss ich mir nicht jedes Mal so... Ach, jetzt verstehe ich auch, was auf den Symbolen ist. Was auf... Warte mal, da, also auf den Schildern. Aber was soll das denn heißen? Verrückte Werwolfsfrau? Sieht aus wie ein Werwolfmonster irgendwie. Naja, das ist, ne, Bäcker und hier wohl Hexen. Was? Oh Gott. Dazu kommen wir später. Auf bald. Oh Gottchen. Tut mir leid, Euer Majestät, aber ich bin zu schwach, um euch zu erreichen. Huch! Zu schwach, um... Verdammt! Kann ich hier... Geht das hier das wirklich... Das Schloss auf? War zu kompliziert dafür. Ich dachte, die wollten die Fliege haben.
Ja. Kann ich mich bei euch, kann ich das irgendwie selber machen? Kann ich mich in eurer Zelle umsehen? Klar! Hier, da! Was soll der Stumpf? Wir haben ihn zu einer Behelfs... Die wollten doch eine Fliege, oder? Ja, brauchte doch die. Adieu. Hm? Links neben der Bühne hat was gefunkelt. Meinst du, das wäre ein Goldstück? Das wäre natürlich großartig, ne? Aber ich bin jetzt erstmal, weil ich gerade hier auf dem Level noch bin, checke ich jetzt erstmal mit dem Bratschwert. Ob sie damit nicht was anfangen kann. Vielleicht. Hey, du. Oh, gute Arbeit. Nicht schlecht. Könnte noch ein paar Widerhaken gebrauchen, aber ich will mich nicht beschweren. Okay, Graham. Fortschritt. Trete zurück. Welchen soll ich zuerst ausschalten? Den da. Nimm das. Goldmünze. Sie ist gerettet. Komm her, du halber Haufen Schutt. Steck deine Hand herein, dann schneide ich sie ab. Hau, hau, hau! Upsi! Nein, die schickt mich jetzt nicht schlafen. Wie war das, Gart? Oh, nichts. Als Abenteurer waren Aufträge ein Kinderspiel. Als König hatte ich ein Problem, sie zu erteilen. Was, wenn ich mich falsch entschied? Nein! Wenn ich alle enttäuschte? Nein! Und noch einen Freund an den Drachen verlor? Nein! Fuck! Ich hätte Bramble retten können. Was hatte ich getan? Ich hatte wieder einen Freund im Stich gelassen. Oh mein Gott! Was für ein König! Die Hobblepots waren sehr geschwächt. Ich hielt es für weise, nach ihnen zu sehen. Ach Mann, Scheiße. Ich weiß, ihr habt alle gesagt Heilmittel. Ich will nicht, dass die tot ist. Ich will so nicht weiterspielen. Das ist doch kacke. Ich mach das jetzt nochmal von vorne. Wie mache ich das weg? Ich will das so nicht. Das ist doch voll blöd. Ja. Ey, komm, schwanger, Alter. Warum kann ich das nur fortsetzen? Ich kann das nicht restarten. Really? Ich kann das nicht neu starten. Jetzt das. Ja, das Goldstück nicht weggenommen. Kann ich ja jetzt wenigstens das Heilmittel holen. Ich werde zum Bäcker nicht mehr hingehen können, Mann. Scheiße. Halt, ich wollte erst das Heilmittel holen. Ach, das brauche ich ja jetzt gar nicht mehr.
gehe ich halt direkt zu den Alten. Wollten die jetzt eine Fliege haben oder wollten die essen? Ich habe total einen Überblick verloren. Scheißendreck. Damit ihr mir nicht auch noch drauf geht, ey. Ah, lecker. Ja, das ist so gut. Das ist so gut. Oh, bitte sehr, Schatz. Himmel, das ist doch gleich besser. Danke, König. Auge einer Fliege. Ich dachte, du fühlst dich besser. Das Auge einer Fliege, verstehst du? Das ist die fehlende Zutat. Ja, ich weiß. Trank? Ihr wollt, könnt ihr damit etwa teleportieren? Beschwört ihr einen Sturm, der euch folgt? Verwandelt ihr euch damit in eine Entschuldigung, ich beherrsche mich. Katze. Verwandelt ihr euch mit dem Trank in eine Katzenart? Katze? Ganz wundervoll. Oh, nichts Besonderes. Ein Unkrautmittel. Wir dachten, wir lassen die Wurzeln verfaulen. Bringt uns das Auge einer Fliege. Und natürlich mehr Snacks. Ja, ich hätte ja den anderen Weg gewählt. Ja. Geht es hier um deine Wahl oder meine? Im Nachhinein hätte ich das auch gemacht. Okay, trete zurück. In Fahrt und Kraut. Verflixt, sagte ich Auge einer Fliege? Ich meinte fliegende Augen. Ich verwechsle das immer. Das fliegende Augen? Hey, das ist genug. Wie kann eine ganze Horde Kreaturen so dumm sein? Wer hat euch erzogen? Ihr seid zu tieferem Denken fähig. Das ist ein Fakt. Das reicht. Ich habe genug von diesen kleinen Sadisten. Wir schalten sie aus. Oh, Muriel, mit Gewalt? Denken wir noch mal nach. Nein, ich bin fest entschlossen. Wir bauen eine Knochenbombe. Das ist die eleganteste Lösung. Alles klar, Muriel. Wir brauchen etwas Bummpulver. Hier ist das Rezept. Was für ein Pulver? Ach so. Na gut, dass da direkt so ein, ne? Okay. Sonne? Nur weil ich sitzen kann, heißt das nicht, ich bin gesund. Ah, das soll man irgendwo drauf tröpfeln? Da wächst dann was? Noch. Meine Geschmacksnerven verenden. Ach so. Es heißt doch, die sie sterben ab, wenn man sie nicht benutzt. Die Bohnen und eine Rose. Okay. Haben wir denn noch was übrig von dem? Bis demnächst. Adieu. Gibt's wohl jetzt nicht so viel Neues? Okay, also irgendwie muss ich das blöde Erbsenrätsel, ne, mit der Melodie da lösen. Oh Gott, ich will da nicht hin. Ach, guck mal, habe ich doch Pflanzenwuchstrank. Aber auf welche Pflanze? Auf eine Rose? Vielleicht hier drauf. Gold an der Bühne? Ja, wenn ich wieder oben bin, guck ich. Hey, ihr wart gut, Graham. Ja, aber da sind noch zwei Kobolde. Ich weiß. Und irgendwie wagen sie sich nicht mehr an das Gitter heran. Ist das verwunderlich? Findet einen langen Griff für die Klinge. Dann gibt es keinen drinnen mehr. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schon mal was vom Sieg durch Güte gehört? Güte? Also die Waffe ist mir neu. Noch jemand Schinkentoast?
Okay, also irgendeine Verlängerung für die Klinge. Kann ich nicht einfach dir deine Waffe abluchsen irgendwie? Klapp! Abkaufen vielleicht? Ich echt? Ja, ich... Kannst du nicht irgendwas von dem Stuhl nehmen? Ja, wie auch immer das klappen soll. Aha. Ja, ein bisschen kreativ, Mädel. Tja. Ich gehe nicht mehr zum Bäcker. Das bringe ich nicht übers Herz. Verdammt, wo war jetzt die Bühne nochmal? Da oben, ne? Ah, warte mal. Hier, Pflanzenbuch. Ja, gucke. Das alles. Noch nicht groß genug, um daran raufzuklettern. Vielleicht morgen. Ach so, na super. Okay. Alter, dann sind die aber morgen in ihrem Gefängnis. Ich habe ein Standbild. Dann sind die aber morgen im Gefängnis, ne? Sind aber ordentlich eingewuchert. Ich guck gerade auf meinen Timer und der Part ist schon wieder rum. Drum sage ich, liebes YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Buzzing!